Nach mehrfacher Verschiebung sind heute tatsächlich drei US-Astronauten und ein russischer Kosmonaut zur internationalen Weltraumstation ISS gestartet. Eine Rakete vom Typ Falcon 9 des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat die vier vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im Bundesstaat Florida ans All gebracht. Ein für gestern geplanter Startversuch war wegen starken Windes abgesagt worden. Der Weltraum ist ja einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges vor rund zwei Jahren noch zusammenarbeiten. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Astronauten Professor Ulrich Walter. Schönen guten Morgen, Herr Walter. Frau Pochermeier, ich grüße Sie aus München. Also Russen und Amerikaner, die fliegen jetzt gemeinsam ins All. In diesen Zeiten ist das ja nun doch ein ungewöhnliches Bild. Würden Sie sagen, dass das All ein politikfreier Raum ist oder kann man das so nicht sagen? Wenn die Politik sich raushält, ist es ein recht schöner Raum. Und das war ja gerade die Intention der internationalen Raumstation, zu sagen, wir haben einen Vorposten der Menschheit, nicht nur der Amerikaner und Russen, sondern der Menschheit ist auch ein Symbol. Und das leben wir auch. Und wie gesagt, solange sich die Politik da nicht reinmischt, funktioniert das alles wunderbar, selbst in Kriegszeiten. Schauen wir mal auf diese Mission. Was genau ist der Sinn dahinter? Was werden die Astronauten, der Kosmonaut in den nächsten Tagen und Wochen da oben machen? Ja, Frau Pochermeier, es sind immer wissenschaftliche Experimente, die sowohl forschungsmäßig sein können, also von Universitäten, aber auch für Institute oder sogar für Unternehmen, für kommerzielle Unternehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, diesmal geht es auch um kommerzielle Unternehmen. Es geht um sogenannte Organoide, das sind also, ich möchte mal sagen, zellartige Strukturen, die aus normalen Zellen gezüchtet werden in der Schwerelosigkeit. Und deswegen haben sie besondere Eigenschaften und man hofft, damit degenerative Krankheiten bekämpfen zu können. Das klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert. Schauen wir mal auf die ISS. Sie haben es ja gerade gesagt, der Vorposten der Menschheit und die Tage der Raumstation, die sind ja nun eigentlich gezählt. Wie wird jetzt die europäische Präsenz im All künftig aussehen? Und vielleicht nicht nur die europäische, sondern eben auch die menschliche. Ja, im Jahre 2004 hat Bush schon gesagt, wir werden die internationale Weltraumstation beenden. Das werden wir auch wahrscheinlich ab 2028. So ganz genau steht der Termin noch nicht fest. Man hat sich darauf geeinigt, dass die Raumstation bis mindestens 2028 weiter betrieben wird. Auch die Russen werden da mitmachen. Dann wird es so sein, dass ein privates Unternehmen, das sogenannte Axiom Space, an die jetzige Raumstation ihre eigene kleine Raumstation anbauen wird und dann irgendwann im Jahre 2028, 2029 wird sich davon lösen und damit eine private Raumstation bilden, die übrigens auch für den Weltraumtourismus genutzt werden soll. Und irgendwann mal 2029 vielleicht wird die internationale Raumstation dann in der Atmosphäre verglühen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wird die ISS dann einfach gesprengt in tausend kleine Teile, die dann im Orbit rumfliegen? Wie kann man so eine ISS tatsächlich zurückbauen? Frau Pochermeier, da gibt es einen ganz natürlichen Mechanismus. Der geht so, der Restluftwiderstand dort oben in 400 Kilometer Höhe reicht aus, um die Raumstation so typischerweise in einem Dreivierteljahr in die tieferen Bereiche der Atmosphäre zu führen. Und dann verglüht sie ganz einfach, fast vollständig. Und man kann das zudem so machen, dass man diesen Wiedereintritt so steuert, dass das Verglühen über dem Pazifischen Ozean erfolgt, also weit ab von irgendwelchen Menschen oder Schiffen oder was weiß ich. Ja, und dann versinkt sie dann im Meer, jedenfalls die Teile, die dann noch übrig bleiben. Also werden nichts mehr von dem sehen. Jetzt schauen wir noch mal auf die Astronauten, Kosmonauten, die aktuell eben auf dem Weg zur ISS sind. Start, Landung, das sind ja immer ein bisschen die kritischen, heiklen Punkte. Ja. Welche Gefahren drohen jetzt noch auf dem Weg zur ISS und vor allem auch wieder auf dem Weg zurück? Also wissen Sie, wenn da ich drin sitzen würde, dann würde ich mich jetzt ganz in Ruhe zurücklehnen und sagen, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Der Start ist tatsächlich das Schwierigste und auch das Gefährlichste. Die erste Stufe ist tatsächlich das Gefährlichste. Und jetzt treibt man ja wirklich antriebslos zur Raumstation. So ungefähr müssen Sie das sehen. Also überhaupt kein Antrieb mehr, da muss man andocken. Andocken ist ein bisschen knifflig, aber man hat beliebig viel Zeit. Wenn es nicht sofort passiert, dann versucht man es nochmal und dann vielleicht nochmal. All das ist aber noch nicht passiert. Und auf der Raumstation, auch die Raumstation schwebt ja wirklich antriebslos um die Erde. Aber da haben Sie recht, der Wiedereintritt ist dann ein bisschen schwieriger. Aber selbst heutzutage mit den Fallschirmen hat man das recht gut im Griff.
Herr Professor Walter, wie immer eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön für das Gespräch. Wiederhören. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.